Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Hardcore-Edition. Wir befinden uns aber noch in unserer Pflanzenmonologe. Wir haben am letzten Mal Jens irgendwie besiegt. Jetzt gehen wir Richtung weiter, Richtung Anemonia City. Da wartet der nächste Orden auf uns. Dauert halt noch ein bisschen. Wir müssen noch den Team Rocket-Typen besiegen, ne? Das machen wir am besten mit einem Gift-Pokémon. Na, machen wir das mit Fenchel. Mazari kann ja leider noch keine Psycho-Attacke. Hey! Lass endlich dieses langweilige Zapple und leg mal einen anständigen Cool aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum einfach nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Das haben sie aber auch ganz schön abgeändert. Hey, was soll das werden? Stellst du dich mehr bei dem Weg? Dort, in den Originaleditionen, der zweiten Gen, musste man hier gegen alle Dingsens kämpfen, gegen alle Kimono-Schwestern. Da die aber eine größere Rolle gekriegt haben, kommt das erst später. Na gut, das Smogon ist erst auf Level 12. Hätte es wehgetan, dieses Smogon auf Level 20 zu machen? Er hat nur das eine. Oder er ist absichtlich zu schwach. Meine, die Kimono-Girls hatten ihr Pokémon auf Level 17. Hätte man sich nicht daran halten können? Das hat man wohl verloren. Ich bin wohl wirklich nur ein Schmalspur-Ganove. Nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier faulenze und alles aufhalte, lassen die mich gleich wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss hier auf der Stelle weg. Alles gut. Ihr seid Sevi, nicht wahr? Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark. Und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht hatte. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Hört mir am besten nicht zu. Okay. Das war wirklich meisterhaft. Beherzte junge Leute wie dich sieht man nicht alle Tage. Hier, nimm. Das ist ein kleines Dankeschön. Nur mal keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. Und damit haben wir die Surf of Wham. Die Attacke darin nennt sich Surfer. Damit bretterst du mit deinem Pokémon im Windeseil über die Wellen. Wir könnten in den Einheitstunnel gehen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die wir erledigen könnten. Und ein paar Trainer, die ordentlich EP geben. Aber tatsächlich möchte ich jetzt erstmal weiter vorankommen und ich möchte Pusteblume entwickeln. Das entwickelt sich auf Level 27. Jetzt ist es auf Level 26. Das heißt, ein Level und es entwickelt sich. Was ich ziemlich cool finden würde, tatsächlich. Hi. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Normalerweise gehe ich jetzt immer erstmal in den Einheitstunnel oder zurück nach... Oh, Felino, das geht schnell. Oder nach Ducati City. Da gibt es nämlich auch noch eine Stelle, wo man surfen kann. So halt... So, ich backtracke dann immer ein bisschen, mache erstmal die ganzen Sachen, die wir vorher nicht machen konnten. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen vorankommen. Und auf Level 28 lernt Papunga dann Megasauger. Mega gut für uns. Gab's denn nicht noch Bären? Apropos Bären, ich sollte mal nach unseren gucken. Da Pflanzet. Tja, die brauchen wir halt ein bisschen. Oh, die hier sind fertig. Können wir da nicht was Neues einpflanzen? Ich glaube, die Persim können wir weiter vervielfachen. Für die Marmbären. So. Eigentlich bräuchte man mehr als 4 Pflanzenbehälter. Kommt da ja gar nicht mit hinterher. Ja. Können wir uns nicht einfach noch ein zweites Pflanzset kaufen, dann haben wir 8. Und ich neite. Ich glaube, hier die Route haben sie tatsächlich auch ein bisschen umgebaut. Also zumindest, was die Trainer angeht. Die standen hier früher auch anders. Früher, als ich noch jung und knackig war. Der Typ hat, glaube ich, Dodos. Sag ich doch.
Nimm das. Oh, schön, dass es zurückgeschreckt. Dodo dürfte maximal Schnabel können. Maximal. Also hoffen wir mal, dass wir mit Kopfschuss klarkommen. Gott, das wird echt ein Segen, wenn wir erstmal einen Tangulos haben und das Antikraft kann. Das wird cool. Ich sag doch, der hat Dodos. Und ihr wolltet mir nicht glauben. Ich muss aber sagen, dass sich mein Spielstil ziemlich verändert hat. Falls ihr euch fragt, wie ich jetzt darauf komme. Ich habe früher so oft neu angefangen. Also keine Ahnung, Gold und Rot-Blau, vielleicht noch Feuerrot, Blattgrün und die Höhenregion. Habe ich bestimmt, keine Ahnung, 10.000 Mal durchgespielt. So halt, ach ja, ich hab Bock, ich fange nochmal neu an. Das ist heutzutage überhaupt nicht mehr so. So halt, der Spielstand auf meiner Schild ist immer noch der erste. Da habe ich jetzt irgendwie 400 Stunden drauf. Oder halt auch auf meiner X-Edition. Da hatte ich auch irgendwie so 250 Stunden drauf. Glaubt ihr, da habe ich noch einmal nur angefangen? Nö. So halt, das hat sich ziemlich verändert. Oh, guck mal, ein Hopfspross. Du warst auch mein kleines Hopfspross. Ja, wir haben auch mal Routenschlag eingesetzt. Und ich muss sagen, war mega nützlich. Und da haben wir unser Level Up. Perfekt. Okay, Pusteblume. Das ist persönlich. Machen wir es fertig. Das war was Persönliches. Das war sehr persönlich. Sehr schön. Pusteblume entwickelt sich. Jetzt ist es eine richtige Pusteblume. Ein Papunga. Und damit das zweite Pokémon, das vollständig entwickelt ist. Pusteblume schaut zu dir rüber und lächelt dir zu. Oh, Pusteblume. Aber halt, das ist so ein Trend, der allgemein für Videogames zählt. So halt, ich habe auch früher so Sachen wie Twilight Princess oder halt Ocarina of Time rauf und runter gespielt oder Wind Waker. Einfach mal so just for fun. Glaubt ihr, da komme ich jetzt noch zu? Packen wir mal einen Schutz drauf, dann können wir ja einfach so durch rumlaufen. Ach, einer von den Hunden. Hallo, Entei. Tja, Entei wird eh weglaufen. Hab ich mich erschrocken, Entei. Wir werfen den Flottball. Haja. Hat jemand ernsthaft gedacht, dass es drin bleibt? Come on. Hab ich mich erschrocken? Meine Güte. Mach doch nicht sowas, Ente. Bin ich doch gar nicht noch vorbereitet. Ich muss auch eher sagen, es ist ewig her, dass ich die mal aktiv gehandelt habe. Danke für die Paralyse. Die können wir überhaupt nicht gebrauchen, aber danke. Hättest nicht normal angreifen können. Fenchel können wir nicht als nächstes weiterentwickeln. Okay, ich bin gleich paralysiert. So halt, es lernt zwar noch Rasierblatt, aber das lernt es erst auf Level. Was habe ich gesagt? 37, 39? Das ist ungefähr Zeitpunkt letzter Orden. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, so lange in Ultrigaria zu behalten. Auf der anderen Seite, wir haben halt noch Kanto vor uns. Und Kanto ist ja hier ein bisschen länger. Naja, wir greifen ihn mit Trankhieb an. Auf der anderen Seite, sobald wir nach Kanto können, haben wir auch die nationalen Decks. Oh wow, sie haben Kumo-Milch.
Und dann haben wir Zugriff auf solche Sachen wie Lotutze, das gibt's ja in der Safari-Zone. Oder Roselia. Oder andere solche Späße. Macht uns dieses Endon jetzt tatsächlich fertig, weil wir hier andauernd paralysiert sind? Da kann man mal sehen, wie mächtig Items sind. Sonst wäre es jetzt besiegt. Na gut, sie gibt ein Item. Wir geben ein Item. Absolut kein Ding. Kenn ich keine Gnade. Natürlich landet sie unterwegs noch im Volltreffer. Natürlich, warum denn auch nicht? So, wo müssen wir gleich mal Paraheiler geben? Und einen Schrank. So viel KP hat es jetzt auch nicht mehr übrig. Klappe, Angelo, keiner interessiert sich für dich. Also halt, wir interessieren uns nicht für dich. Weiß gar nicht, warum ich die ganzen Nummern annehme. Naja gut, ich schätze, wenn ich immer später irgendwann wieder irgendwas leveln muss, bin ich dankbar darüber. Auch wir noch ein Sonderbonbon. Tja, das ist unser letzter Hyperheiler. Mal sehen. Oh ja, hier bei Azari lohnt sich das. Azari hat ganz frischen Level up. So. Nächstes oder übernächstes Level müsste es dann auch Konfusion lernen. Dann hat es endlich mal eine Step-Attacke, die gut ist. Und muss nicht weiter mit Kugelsat gegenlaufen, die geheilt haben ist. Hi. Können wir an den vorbeigehen oben? Passt das noch? Ich hoffe ja, sonst müssen wir die ganze Zeit wieder zurückrennen. Mega nervig. Wir sollten wechseln. Das lassen wir blattgrün machen. Oh, es boostet sich weiter. Ob es überhaupt eine physische Attacke hat? Jetzt hat's eine. Sieh, das ist sogar ein. Wow. Kein Ding für Blattgrün. So. Jetzt müssen wir gleich nur sehen, dass wir an den Typen vorbeikommen. Ja, wir müssen nochmal zurückgehen. Sieht so aus, als hätten wir auch noch Schutz drauf. Sehr gut. War mir gerade nicht sicher. Jetzt wird er nicht mehr. Er hat seinen Zweck erfüllt. Sehe ich richtig? Dieses Ding, das du da bei dir trägst, ist doch ein Pokédex, oder? Ach ja, das wäre eine Erinnerung, wach. Mein Name ist Baoba. Bis vor kurzem habe ich doch die Safari in Fuxania City geleistet. Ich war gerade ein bisschen irritiert davon, dass er nicht Safari-Zone ist, sondern einfach nur Safari. Aber es tauchen immer wieder neue Parks auf und irgendwann blieb meine Safari-Zone hinter der Konkurrenz zurück. Also ergriff ich die Initiative. Ich eignete mir im Ausland einige neue Kniffe an und entschied mich, in Anemonia City eine neue Safari zu eröffnen. Dass wir zwar uns hier kennenlernen, ist bestimmt Schicksal. Wenn das mal kein guter Grund dafür ist, Telefonnummern auszutauschen, was? Wenn die Safari-Zone eröffnet wird, bist du die Erste, die davon erfährt. Also wollen wir Nummer tauschen? Natürlich. Ja, schon eine gute Antwort. In Ordnung, wenn die Safari fertiggestellt wurde, melde ich mich bei dir auf den Pokécom. Erstmal pflücken wir die Aprikoko. Und dann gehen wir das Mittag heilen. Wir müssten eigentlich genug Bären haben.
Wenn wir all unsere Bären dabei verbrauchen, ist es ja nicht so schlimm, es sind nur Sinelbären. Ich wollte sagen, hier lag doch noch was. Die TM60 Ableithieb. Kann das überhaupt eins von unseren Pokémon lernen? Mein Ableithieb wäre immer eine Kampfattacke. Okay, machen wir. Wobei, ich sollte mich vielleicht erstmal mit seinem Angriff erkundigen. Na gut. Ist wobei wahrscheinlich nützlicher als Blitz für uns. 50 Angriff ist jetzt nicht so viel. Okay. Machen wir. Wer hätte gedacht, dass Giefer mit den stumpen Armen, die es hat, noch Ableithieb einsetzen kann? So, gehen wir den Mittag ein paar Bären. Wo müssen wir jetzt reden, ne? Muku ist krank. Es braucht jetzt sehr viele von den Sinelbären, die ich so gerne mag. Können wir ihm jetzt welche geben? Wir reden mal kurz mit den Eigentümern. Guten Tag. Unser Mülltank gibt keine Milch mehr. Die Form ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Die Leute reißen sich richtig gehend darum. Aber wenn wir dem kranken Pokémon sehr viele Sinelbären zu fressen geben, kommt es vielleicht wieder auf die Beine. Habt ihr noch nie was von dem Arzt gehört? Ich würde das Mülltank mal zum Arzt bringen, statt es mit Bären voll zu pumpen. Ah, na gut. Ja, bitteschön. Geben wir den paar Bären. Wir müssten eigentlich genug haben. Naja, scheint jetzt zu funktionieren. Tja, irgendwie blöd, dass man Mülltank keine Zitronenbeeren geben kann. Die müssten eigentlich mehr KP auffüllen, wenn es halt allein darum ginge. Oh, es ist gesund. Mülltank ist wieder voll bei Kräften. Vielen Dank, Moku ist wieder fit wie ein Turnschuh. Bitte in diesen Stickerkoffer als Dankeschön. Oh, wir können jetzt Stickern um uns werfen. Du kannst deinem Pokéball einen persönlichen Hauch verpassen, indem du verschiedene Sticker ausklebst. Dazu musst du als erstes im Menü am PC den Punkt Ballkapsel auswählen. Du kannst einen Sticker deiner Wahl auf eine Kapsel kleben und sie an einen beliebigen Ball anbringen. Experimentier einfach etwas herum. Deine kleine Schwester gibt dir bestimmt ein paar Sticker. Vielen Dank, Moku ist wieder fit für einen Turnschuh. Bitte nimm diese Sticker als Dankeschön. Was wollen wir mit Feuer A? Na gut, Konfetti B ist vielleicht ein bisschen mehr was für uns. Blüten C klingt sehr nach uns. Hier müsste auch noch irgendwo ein Nugget liegen. Machen wir es uns einfach. Itemradar, ich wähle dich. Das ist kein Nugget. Das ist ein AP+. Und das ist ein X-Angriff. Wo ist mein Nugget? Mir wurde ein Nugget versprochen. Ich wollte schon sagen. Hätte ich doof gefunden, wenn ich mein Nugget nicht kriege. Das ist Psycho. Hat der nicht einen Fleckmon? Ich meine, der hat einen Fleckmon. Ey, komm her. Finden wir jetzt da raus. Er hat einen Fleckmon. Wir setzen erstmal Egelsamen ein. Unsere Kugel, da wird ja wahrscheinlich nicht so viel Schaden anrichten. Schauen wir uns das mal an.
Naja, gut, es sei natürlich verlangt mit der Kugelsack Volltreffer, ne? Das ist natürlich was anderes. Naja, es ist ja nicht so, als hätten wir Angriff. So, erledigt. Und dann schmeißen wir da auch noch mal Edelsand drauf. Vielleicht ist Aufruhr jetzt the way to go. Wir haben einen Heuler geschluckt. Und das hat seine Verteidigung weiter gesteigert. Da ist es vielleicht besser, wenn wir hier mal einen kleinen Aufruhr anzetteln. Na, das sieht doch vom Schaden erstmal ganz ordentlich aus. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich das weiter die Verteidigung erhöht. Und wir dementsprechend mit Kugelsalat noch weniger Schaden machen. Das ist jetzt ein Joke, oder? Naja, das müssten die Edelsammer erledigen. Sag ich doch. Kannst du eigentlich Spukball lernen? Vielleicht kannst du es ja als Kokoball. Na, lassen wir Fenchel erstmal weiterkämpfen. Sind ja nur noch die drei Trainer und dann sind wir da. Also, in Oliviana City. Dann kraxeln wir da den Leuchtturm hoch, schwimmen übers Meer, dann sind wir in Anemonia, machen da alles platt. Sieht soweit also ganz gut für uns aus. Sag ich doch. Alles tutti. Gut, ich meine, die Gegner hier sind jetzt auch nicht wirklich Gegner. Das sind eher Prügelpuppen. Und Level 26 für Fenchel. Tja, blöd, dass unser Rankenhieb physisch ist. Krabi hat eine relativ gute Verteidigung. Aber ich schätze, da war der Levelunterschied wohl zu hoch. Kurz warten. Hier in dem Gras ist mir übrigens mal ein Shiny Taurus begegnet, ne? Ich hab's aus Versehen besiegt. Der Zertrümmerer meines Flamaras war ein bisschen zu hart. Der war leider ein Volltreffer und es war besiegt. Weiß ich noch ganz genau. Ziemlich krass jetzt, wenn man bedenkt, dass wir hier noch Full Odds haben, wahrscheinlich angeht. So halt, jetzt haben wir ja 1 zu 4000 etwas. Früher waren es 1 zu 8000 etwas. So halt, da waren Shinies halt noch echt selten. So selbst mit der Masuda-Methode sind wir dann bei 4000 etwas. Da ist mir tatsächlich mal ein Shiny Evoli rausgeschlüpft, ne? Das Witzige daran ist, das war so eine Zeit, wo ich und eine Freundin immer mit Action-Replays rumgespielt haben. Und halt auch einen Shiny-Code hatten. Und als das Evoli dann geschlüpft ist, habe ich bewusst diesen Shiny-Sheet ausgeschaltet. Und halt so ganz normal gespielt. So halt, ich war so verwirrt, als das Teil geschlüpft ist. Ich habe erstmal hinten geguckt, ob ich überhaupt das Action-Replay drin habe. Halt die Klappe mal. Sieht so aus, als müssten wir wieder räubern gehen.
Du schon wieder? Was stellst du dir eigentlich vor? Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab, sagt derjenige, der bis jetzt nur gegen uns verloren hat. Apropos Verlierer, die Arenaleiterin dieser Stadt ist gerade außer Haus. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. So ein Unfug. Ein Pokémon, das zu schwach zum Kämpfen ist, ist wertlos. Warum trainierst du nicht etwas im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wird aus dir ja noch ein annehmbarer Trainer. Sagt derjenige, der bis jetzt nur verloren hat. Oh, ein Kamerakotz. Ja, dann machen wir doch gerne ein Foto. Ich finde diese Fotos sind echt eine coole Idee. So halt, da kann man, wenn man also mit seiner Reise durch ist, das Fotoalbum durchblättern, nochmal richtig schön in Erinnerung schwelgen. Ja, wir gucken gleich mal, was Mami uns geholt hat. Aber erstmal brauchen wir neue Items. Wir brauchen Hyperheiler, ne? Gibt's die hier? Nö. Naja. Wir könnten nochmal nach Dukatia zurück. Können wir gleich den Einheitstunnel mitmachen? Hi. Dann schauen wir mal, was Mütterchen uns mitgegeben hat. Rospelbeeren. Oh, sie hatte nur die Rospelbeeren. Und dafür ruft sie extra an? Mal sehen. Rospelbeeren. Da. Gegen Kampfattacken. Naja. Ich glaube, die brauchen wir eh weniger. Aber hey, immerhin sind wir jetzt in Oliviana City angekommen. Das passt doch ganz gut. Würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal zum Leuchtturm. Oder wir gehen beim nächsten Mal in den Einheitstunnel. Da kann man nämlich ziemlich gut trainieren. So ein, zwei Level würden uns ganz gut tun. Mal gucken, ich überlege mir das spontan. Wahrscheinlich gehen wir beim nächsten Mal erstmal in den Leuchtturm, weil der hier direkt ist. Und dann gucken wir mal, was wir so machen. Aber wir machen jetzt erstmal an dieser Stelle Pause. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich natürlich wie immer mit einem Ciao.